bin zum ersten Mal in Paris mit dem Orchester und ich lasse mich beraten von meinen Kollegen. Also wo kann man hin? Wo kann man Gutes essen? Natürlich die Kollegen, die diese Reise schon 10-mal, 15-mal gemacht haben, haben die Erfahrung und sie kennen sich sehr gut aus. Tourneeleben ist ein hartes Leben. Man ist einen Tag da und am nächsten Tag sind wir total woanders. Man muss schon wirklich mit einem Plan immer mitmachen und immer folgen. Wann geht der Flug los? Wann geht der Zug los? Oder Bus fahren? Diese Sachen sind sehr, sehr wichtig. Wenn ich in eine neue Stadt angekommen bin, erstmal möchte ich mich erholen, ein bisschen spazieren gehen, einen schönen Kaffee, ein gutes Essen essen, weil dieses, wenn man ein Konzert hat an dem Tag, ist schon, die Spannung ist schon den ganzen Tag da. Also ich fühle mich total anders, wenn ich während der Tournee einen Tag frei habe mal oder Eisspringer bin, das ist ein total anderes Gefühl, als wenn ich abends Konzert habe. Und es ist wirklich eine Einstellung, die man den ganzen Tag im Hinterkopf zusammenträgt. Während des Konzerts geht die Adrenalin relativ hoch und dann wieder nach dem Konzert nach runter. Und wieder runterzukommen braucht man schon wieder 2-3 Stunden. Also ich denke, ich kann nach einem Konzert nicht sofort schlafen gehen. Ich brauche mindestens 2 Stunden, sich auszuruhen, mal ein bisschen ablenken, mal ein bisschen Fernsehen gucken, wenn wir in Berlin sind. Wenn wir auf der Tournee sind, das ist natürlich anders. Eher, wir gehen essen, wir gehen trinken, wir sitzen noch ein bisschen mit dem Kollegen. Ich bin in der Türkei in einer großen Stadt aufgewachsen. Und dann, als ich 9 war, wir sind umgezogen. Das heißt, meine ganz wichtigen Teenage-Zeiten war ich in einem kleinen Ort, mit einem ganz tollen Blick und Bergen und es war ganz, ganz toll. Einfach nur üben, Geige üben, in Schule gehen, spazieren gehen, am See schwimmen gehen. Also es war echt eine ganz, ganz tolle Zeit. 2012 bin ich nach Deutschland gekommen und das war wie so ein Gefühl, oh, wo bin ich jetzt? So viele Menschen, so viele Geräusche, so viele Autos, so eine andere Kultur. Sprache konnte ich gar nicht sprechen. Es waren echt harte Zeiten für mich. Jetzt fühle ich mich wohl und bin froh, dass diese sich anpassen Zeit vorbei ist.